Nordöstlich des Kapchigai-Sees, etwa 3 Stunden Fahrt von Almaty entfernt, liegt der Nationalpark Altyn Yemel. Mit seinen über 3000 Quadratkilometern Fläche gehört er zu den 3 größten Nationalparks Kasachstans. Er ist vor allem für seine vielfältige Landschaft und seine geografischen Besonderheiten bekannt. Die meisten Besucher kommen im Rahmen einer 2- oder 3-Tagestour her. Nach etwa 1 Stunde Fahrt durch die Wüstenlandschaft erreicht man das Aktau-Gebirge. Aus dem Kasachischen übersetzt bedeutet Aktau weißer Berg. Von hier aus geht es zu Fuß weiter. Ein im Sommer meist ausgetrocknetes Flussbett führt an teilweise meterhohen Felswänden entlang. Vegetation gibt es hier kaum. Der steinige Boden und die Hitze machen es den Pflanzen schwer. Nach einem kurzen, aber intensiven Aufstieg bietet sich dem Besucher ein atemberaubendes Panorama. Ihre zerklüftete Form haben die weißen Kreidefelsen durch hunderte Millionen von Jahren der Erosion erhalten. Noch heute arbeiten Wind und Wasser kontinuierlich an den Felsen. Nach dem Abstieg geht es weiter zu den Katatau, den festen Bergen. Auch hier haben Wind und Regen ein regelrechtes Kunstwerk erschaffen. Die beeindruckenden Felsformen sind vulkanischen Ursprungs und bestehen hauptsächlich aus Lava und Tuffsteinen. Schlangen und andere Reptilien sowie kleinere Säugetiere finden in den Löchern und Höhlen Schutz vor der Witterung. Am nächsten Morgen geht es zur Kospastau-Oase. Hier soll schon einst Genghis Khan sein Lager aufgeschlagen haben. Die wahre Sehenswürdigkeit ist aber eine andere. Schon seit über 700 Jahren wächst hier eine Weide beachtlichen Ausmaßes. Die Kraft für so ein langes Leben zieht der Baum aus der warmen, radonhaltigen Quelle der Oase. Wieder auf der Straße geht es in Richtung der Ushaktas-Steine. Sie galten lange als alte Feuerstelle Genghis Khans. Mittlerweile werden sie aber auf das 1. Jahrtausend vor Christus datiert. Wahrscheinlich nutzten Saken sie als rituelle Stätte. Schon von weitem sieht man das eigentliche Tagesziel, die singenden Dünen. Sie sind etwa 3.000 bis 5.000 Jahre alt und gut 150 Meter hoch. Der Aufstieg auf den Sandhügel ist mühsam, lohnt sich aber. Oben angekommen bietet sich ein Ausblick über die Ebene des Nationalparks, benachbarte Dünen und Gebirge sowie das breite Becken des Ili-Flusses. Den Gesang der Düne kann man beim Runterrutschen erleben. Verschiedenfeste Sandschichten reiben übereinander und erzeugen ein lautes, dröhnendes Geräusch. Dies ist aber leider nur hörbar, wenn es zuvor nicht geregnet hat und der Sand trocken ist.